und da sind wir auch schon wieder zu einem weiteren Minecraft-Special. Und zwar machen wir heute mal wieder ein bisschen was Besonderes. Letzte Woche gab es ja ein Special und diese Woche gibt es ausnahmsweise auch mal eine Woche danach eins gleich, weil ich wieder ein paar Ideen hatte. Und nächste Woche gibt es dann vielleicht auch wieder eins, ich guck mal. Ja, aber jetzt machen wir jetzt erstmal Folgendes, und zwar gehen wir mal hier in Singleplayer, um einfach mal zu zeigen, was sind das hier für Welten, die ich immer nebenbei habe, wenn ich mal zum Beispiel in Let's Play Welt join und man sieht das hier nebenbei. Da wollte ich nämlich einfach mal die ganzen Welten hier zeigen, was das so damit auf sich hat und so. Und dann fangen wir mal an mit Let's Play Minecraft. Nein, natürlich nicht, die kennt ja jeder. Wenn man Minecraft Let's Play verfolgt, der kennt die. So, unten haben wir von Null Pande so eine Goldform. Da hatte ich mir einfach mal von Pande so ein Tutorial angeguckt und habe dann die Welt dazu runtergeladen. Ich wollte mal eine Goldform bauen, hat dann auch nicht so geklappt. World ist auch von Pande so eine Welt, die brauchen wir jetzt nicht zeigen. Das hier ist eine Welt, die ich schon mal vorbereitet hatte, am 25.12. sogar schon. Für das Feed the Beast Let's Play, was wahrscheinlich ab Folge 101 von Minecraft anfangen wird. Da werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr... Also ich kann es jetzt sowieso mal ankündigen. Ab Folge 101 werden wir nicht mehr Vanilla spielen, sondern Feed the Beast vorerst. Aber wie genau das ablaufen wird, ob das jetzt in der Welt stattfindet oder in einer anderen, weiß ich jetzt noch nicht. Da gucken wir mal. Hatte ich mir nur schon mal überlegt. Hat ja auch schon längere Zeit im Visier. Und ja, da gucken wir mal. So, dann als nächstes Wanderfeldbau. Ja, Wanderfeldbau ist halt... Das kann ich mal zeigen. Ich weiß gar nicht, warum ich es so genannt habe. Das hat man mal irgendwann in der 7. Klasse oder so in Geschichte. Das Wort ist da mal gefallen. Dann habe ich das hier übernommen. Das hier ist nämlich die Welt von dem zweiten Special, was ich mal gemacht hatte. Genau. Das zweite Special, was ich mal gemacht hatte mit dieser vierfachen Geschwindigkeit, was ich jetzt noch als Kanaltrailer genutzt habe. Ich weiß nicht, ob ich es inzwischen geändert habe, weil ich das mal wieder im Voraus aufnehme, ein ganzes Stück hier. So, und das hier ist wirklich noch die Welt, die ich damals aufgenommen hatte. Für eine Stunde lang, habe dann 19 Minuten draus gemacht oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. So, könnte ich auch mal weitermachen. Vielleicht nochmal so einen zweiten Teil davon, ich weiß noch nicht genau. So, Megaprojekt, das ist die Megaprojektwelt. So, und dann geht's jetzt los mit den anderen Welten hier am Dschungelrande. Was ist das für eine Welt? Da gucken wir mal rein. Das hier ist nämlich eine der ersten Welten, die ich in Minecraft je hatte. Oh, wo bin ich? Ach, hier, okay. Das ist eine der ersten Welten, die ich in Minecraft hatte. Das war Anfang Juni 2012, habe ich die erstellt. Und die habe ich immer noch. Und zwar, ja, das ist hier halt so eine kleine Welt. Ne? Und da gucken wir mal ganz kurz rum. Hier haben wir eine Schlucht. Und einen Creeper natürlich. Hier haben wir eine kleine Tierfarm, das kennt man ja sicher. Und damals, das war wirklich, das merkt man richtig, dass das... Ach komm, ich gehe mal friedlich für das Let's Show jetzt. Ich will jetzt nicht gegen Monster kämpfen. Man merkt wirklich, wie das damals war. Damals habe ich noch mit Ziegelstein... Ich wollte unbedingt mal ein Dach aus Ziegelstein haben. Ach ja, das waren noch Zeiten. Wo man dann... habe ich dann hier ewig Lehm gesucht und alles. Wollte unbedingt irgendwie so ein Ziegelsteindach haben, so ein hässliches. Dann habe ich hier auch so eine Minecart-Strecke gehabt. Einfach oberirdisch, um das mit Minecraft zu testen. Das war wirklich so ein Survival-Test-Welt, so ein bisschen. Und war schon geil. Und ich bin ja auch manchmal noch aktiv drin, aber wie gesagt, nur sehr selten. Das letzte Mal, glaube ich, vor 2 Monaten. Hat man auch gerade gesehen, wann das letzte Mal gespeichert wurde und so. So, da vorne ist halt noch am Fluss angebaut, das Feld, als Feld. Guck mal, damals konnte man noch Pilze so pflanzen. Ah ne, die sind um die Sumpfbäume gewachsen und ich die droppt und da habe ich die einfach mit Knochenmehl hochgezüchtet, das war cool. Und da habe ich mich, guck mal hier, da habe ich mich alle 5 Meter in die Erde gegraben. Hier zum Beispiel ein riesiges Loch nach unten, dann da vorne hatte ich mich auch runtergegraben. Warte, wo war das? Hier hatte ich mich runtergegraben. Ja, das sieht man jetzt nicht so gut. Dann da hinten auch nochmal, so alle 5 Meter hatte ich mir irgendwie in die Erde gegraben. Da hatte ich hier einen Schuppen, also einen Schuppen, also das ist alles so minimalistisch hier. Das klappt mal gar nicht. Ach, guck mal hier, im trautes Heim. Ach, nee, so. Guck mal hier, das ist doch nix, das ist gar nix, einfach. Ich weiß, ich bin ja schon nicht so der Häusebauer in Minecraft, aber
Das hier ist echt gar nichts. Also, nee. Naja, egal. So, das war's eigentlich auch schon hier mit der Welt. Da kann ich meine nächste nehmen. Das Special soll nicht so allzu lang werden. Dann Megaprojekt. Okay, hier Berginsel. Oh, jetzt kommen wir richtig ins Nostalgische. Und zwar das hier. Ich hatte nämlich, bevor ich mit Minecraft Vollversion angefangen hatte, hatte ich noch so eine Demo-Version in Beta 1.3 irgendwie gezockt. Kennt vielleicht der eine oder andere PC-Gamer-Demo. Gibt es auch zum kostenlosen Download. Und das war April oder Mai 2012, habe ich die immer gezockt. Und das ist jetzt eine Welt davon. Die hatte ich dann konvertiert auf die aktuellste Version. Und guckt euch das mal an, wie das damals hier aussah. Hier überall diese Biome und alles. Das sollte eigentlich Wüste sein, da sollte Sumpf sein und da Fluss wahrscheinlich. Aber naja, sieht nicht ganz so danach aus, weil siehst du ja, ne? So, dann hatte ich mich ja einfach in diesen Berg gebaut. Ich fand den Berg auch damals so cool hier. Guckt euch mal an. Fand ich ziemlich geil. Der alte Map Generator war sowieso stellenweise schon ziemlich geil. Vor allem nicht so vorhersehbar wie heute. Na gut, seit 1.7 geht's wieder, aber ist doch nicht so geil wie früher. So, hier brennt sogar noch ein Ofen. Oh, Stein. Und guck mal, damals hatte ich immer das Inventar richtig sortiert. Da hatte ich immer hier Cobblestones, Erde und Holz. Ja. Und hier sind ein paar Sachen drin. Ich habe früher übelst oft Tiere gejagt und so. Einfach alles getötet, was hier rumgeflogen ist und so, ne? Naja, so, das war hier einfach damals die Welt für mich, ne? Also, das war nicht so wie heute, das war eine andere Zeit einfach. So, dann können wir uns hier mal runtergraben. Hätte ich irgendwie alles ausgehöhlt. Ich weiß auch nicht warum. Und es kommt mir auch so ein bisschen vor. Das ist wie im richtigen Leben. Damals kam einem das, was man gebaut hat, viel größer vor. Wenn man sich die alten Welten nochmal anguckt heute, dann kommt einem das viel, viel kleiner vor alles. Dann kommt dann, das ist ein kleiner Raum zum Beispiel, hat man damals als viel größer und als oder als viel spektakulärer empfunden als heute. Wenn man heute einfach andere Maßstäbe setzt. Ist einfach so. Das ist auch im echten Leben so. So. Dann hier eine Kaktusfarm. Wer macht sowas heute noch? Niemand macht sich heute mal Kaktusfarmen. Das hatte ich natürlich damals auch noch gemacht. Naja, so. Dann können wir mal hier wieder zurück. Dann hier so ein komisches Steg. Also das hätte man alles ausbauen können. Da noch so ein Baum. Also das hat so überhaupt nicht gebracht. Hier noch Sand von Kaktus oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Das waren damals alles so Welten, wo man dann die neuen Features und so ausprobiert hat. Und ich wollte halt keinen Creative Mode nehmen. Beziehungsweise neue Features, weil ich ja vorher noch die Demo hatte. Und da habe ich dann hier von der Vollversion 1.2.5 die Features ausprobiert. So, gehen wir mal in die nächste Welt. Und zwar war das... Ah ne, bevor ich in die Welt gehe hier, gehe ich erstmal in die FFFFF-Welt. Ich weiß auch nicht, warum ich die so genannt habe. Die habe ich im September 2012 erstellt. Und das ist wirklich meine riesigste Welt, die ich einfach habe. Und ich bin gerade in der Höhle. Wow, das ist ja toll. Aber ich denke mal, ihr wisst, kennt ihr diese Welt schon. Ich hatte die schon mal vorgestellt, am Anfang meiner YouTube-Zeit. Das Video könnt ihr euch mal angucken. Viel hat sich nicht verändert. Ich bin gerade in der Höhle. Das ist natürlich sehr gut. Und ja, da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich werde das Video wahrscheinlich auch an dieser Stelle hier verlinken. Ja, oder wenn nicht, guckt einfach mal in die Beschreibung. So. Dann gehe ich mal zurück zum Hauptmenü. Und ja, nachempfunden an diese Welt, das war jetzt nicht so, hat nicht so gebracht. Nachempfunden an diese FFF-Welt war hier die GGG-Welt. Ist logisch, ne? G und so. So, und da, also so ähnlich hier sah das Haus aus. Also eigentlich genauso, außer hier die Etage. Aber die Tiere hatte ich auch so ähnlich. Und hier oben, da hatte ich das halt nochmal nachgebaut. Die andere Welt. So, und da oben mit Melonenplantage und alles. Hier ein Wald. Ja, und die Welt hier hatte ich dann halt in 1.7 angefangen, aber irgendwie nie richtig gespielt, weil war irgendwie langweilig. Nochmal alles von vorne zu machen, ne? Und ich hatte in der anderen Welt auch noch viel, viele Ideen und viele andere Sachen, habe ich lieber da gezockt als hier. Da hinten hatte ich noch so eine kleine Monsterfalle. Ja,
Dann war ich auch schon mal im Nether irgendwie. Ich kann dir mal ganz kurz mal zeigen. Also allzu viel Zeug habe ich noch nicht gesammelt. Ja, hier ein paar Sachen. So. Komm, ich gehe erstmal hier rein. Also hier ist eine Mine nach unten. Und hier ist eine kleine Zuckerrohrfarm. So ähnlich hatte ich es auch in der anderen Welt. So eine unterirdische Zuckerrohrfarm gab es ja auch. Hat ja aber, glaube ich, alles gezeigt in diesem Video. So, dann hier war das Netherportal. Und ein kleines Ersatzbett, weil ich nicht immer hochrennen wollte. So, und das war es eigentlich auch schon in der Welt hier. Das war nicht so spektakulär. Eigentlich so wie alle meine anderen Welten, aber egal. So, Verbrecherwelt. Oh, da muss ich mal überlegen. Die hatte ich zwar 2012 schon erstellt, im August. Und dann habe ich es aber erst im Februar 2013 gezockt, immer. Das war auch geil. Oh, hier stehen wir sogar schön am Meer. Und genießen den Seeblick. Und ich mache mal F3 und A. Damit sich hier die Chunkbugs beheben. Hä? Wieso geht das nicht? Was ist denn das? Ach komm, willst du mich verarschen? Ist jetzt die Welt zerschossen oder so? Das hat schon mal in einer anderen Welt, dass die Welt einfach... Ach, ey, wisst ihr? Langsam reicht's. Na gut, egal. So, hier habe ich dann schon ein bisschen mehr gebaut, da mein hässliches Haupthaus. Das sieht so hässlich aus, einfach. Und dann hier die Tierfarm, wo die Tiere gequält werden. Aber es geht nicht anders, weil wenn ich es mit Zaun machen würde, würden die rausglitschen. Ist leider so. So, was hatte ich hier? Hier war früher mein Haupthaus. Aber später habe ich das dann alles in einzelne Häuser aufgeteilt. So, dann hier. Na? So, was haben wir hier unten? Einen kleinen Keller, da waren früher mal Hühner drin. So, hier noch ein kleines Lager. Was ich auch alles für Welten hatte, ey, das ist unfassbar. Ich habe viel Minecraft gezockt, irgendwie Singleplayer. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Hier so eine kleine Schmiede. Dann haben wir hier so einen Zauberraum. Ja, nicht so spektakulär. Hat man damals auch noch anders gesehen, wie gesagt. Damals waren kleinere Sachen noch größer. So, hier so ein kleines, so kleine Bauernstube, so ein, ja, wie nennt man sowas, ich weiß gar nicht, ist nicht mal was drin. Und hier eben, es soll so ein kleines Bauernhaus sein, so ein Mini-Haus zumindest, und dann so diese Weizenfelder und so weiter. Da hatte ich so eine kleine Bank mit Ausguck, hatten wir gesehen. Und hier, das war dann das Lager. Und ich muss sagen, hier war früher alles Dschungel einfach, alles war voller Dschungel, da sieht man es noch. Und ich hatte das erstmal alles abgeholzt und muss dann hier erstmal alles hinbauen. Oh. So, hier das. Das sollte mal ein Feld werden, glaube ich. Und das hier ist so ein bisschen an das Lagerhaus von Gronkh aus Staffel 1, aus der Staffel 1 Welt von ihm noch nachempfunden. Mit diesen Truhen hier und so ist das natürlich nicht dreistöckig, sondern nur zweistöckig. Und da ist halt alles Mögliche eingelagert. So, und hier oben noch so ein Schlafraum. Aber mehr gibt es ja eigentlich auch nicht in der Welt. Ich weiß gar nicht, ich weiß noch, warum ich die Verbrecherwelt genannt habe, aber ich sag's lieber nicht. Nee, das sag ich lieber nicht. Ist eigentlich auch scheißegal, aber... So, ist jetzt der Chunk geladen. Den bräuchte ich nämlich gerade mal. Ach, ich kann auch hier rein. So, hier war nämlich die Höhle, weil da habe ich mich auch immer übelst oft aufgehalten. Das war eine geile Höhle hier. Habe ich so eine Art Survival-Höhle gemacht. Bis hier rein ist irgendwie mein Schaf gelaufen. Und da vorne ist der Chunkbug. Oh, jetzt wäre ich fast hier gestorben. Da ist der Chunkbug jetzt. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Hier unten hatte ich mich mal ein bisschen so eine kleine Ernährungsstation oder so gemacht. Hier war dann, da sieht man halt so eine Schlucht. Sind da vielleicht Diamanten? Da ist noch Lava drunter. Da hat eine Mine. Oh, Diamanten. Das war so ein kleiner Minengang. Da ging es auch noch eine Mine, also eine richtige Mine. Und, also in so einem Minenschacht, weißt du schon. So, hier ist halt so ein bisschen Survival-mäßig, so ein bisschen hatte ich das gemacht hier.
Fand ich auch mal ganz nice damals. Da sind sogar Bäume gewachsen, wie man sieht. So, oh, dann gehen wir mal wieder raus aus der Welt und gucken uns mal die nächste an, und zwar Skyblock. Das ist meine Skyblock-Welt. Und hier, ja, gibt's auch mal, die wollte ich auch schon länger mal zeigen eigentlich. Also das kann man alles in Skyblock erreichen. Ich weiß nicht, wie viele Parts das geworden wären, wenn ich hier ein Let's Play davon gemacht hätte. Auf jeden Fall, da hinten haben wir eine kleine Monsterfalle. Ja, so eine Skytrap nennen die sich, genau. Und wo dann halt immer die Monster hier runterfallen und so weiter. Hier liegt sogar noch Zeug. Die Spinnen sterben immer von alleine. Ja, das ist immer übelst oft in die Luft geflogen hier. Hier liegen auch überall noch Pfeile rum. So, und da vorne, das da oben sollte eine Eisenfarm werden, genau. Da wollte ich nämlich eine Eisenfarm bauen, dass ich auch mal Eisen kriege und so, für Eisengeräte und Armbüsse und sowas. Und Villager hätte ich auch schon eine Idee gehabt, wie ich die bekommen hätte. Und hier ist ein Huhn. Ja genau, hier sind mal Hühner gespawnt. Da habe ich es tatsächlich geschafft, dass hier auf diesem Stück Gras mal Hühner gespawnt sind. Und es hat ewig gedauert, da ist der Grundgestein, da war mal dieser Skyblock, dieser anfängliche. Und von da an muss das ganze Gras bisher herwachsen. Und das Problem ist halt auch, dass man hier nur begrenzt Erde hat. Oh, der Schneemann. Nicht, dass er krepiert hier an einem Kaktus. Na gut, geh nach hinten. So, hier, das war dann der Angelteich. Schade, dass er mal alles zufriert. Da muss ich alles mit Fackeln abstecken. Seit 1.7 war es sehr nützlich, dass man hier fast alles angeln kann. Man kann ja sogar Redstone und alles kriegen durch die Hexen. Das finde ich sehr geil. Und auch... Ja, den Nether, den zeige ich dann auch noch. Hier, das ist so ein kleiner Holzbunker, wo ich Pilze jetzt gepflanzt hatte. Genau. Und ja, hier halt der Cobblestone Generator und das Portal direkt daneben. Weil die Lava, mit der Lava musste ja das Portal mal erst entzündet werden. Ja, ach, Alter, wie viel Cobblestone ich hier schon gekloppt habe. Habe ich mir einfach hierher gesetzt und einfach Brain AFK sozusagen den Cobblestone abgebaut und hier nebenbei irgendwas anderes geguckt oder so, Fernsehen oder so, was weiß ich. So, dann gehen wir mal hier durchs Portal. Wir können natürlich auch noch meine Kisten gucken, um zu gucken, was ich alles schon gesammelt habe. Hier im Nether, ach, hier sind auch ein Huhn. Die gehen wir hier durch. Hier im Nether haben wir jetzt eine Zombie-Pigman-Farm. So ein bisschen. Und da hinten, das will ich nochmal ganz kurz zeigen. Ich hatte mir nämlich, das sehe ich also nicht als Cheaten oder so an, ich hatte mir nämlich den Seed von Skyblock eingegeben in einer anderen Welt und hatte dann da geguckt, wo da, an welcher Stelle sich da eine Netherfestung befindet und habe mich dann einfach an die Koordinaten gebaut hier. Und es hat tatsächlich geklappt, dass da Witterskelette und alles spawnen. Also hier spawnen dann auch immer Witterskelette und Lohnen, die kann ich dann einfach hier abschießen und kriege dann dadurch auch Lohnenruten und Kohle und was weiß ich. Richtige Kohle, nicht nur Holzkohle. Finde ich immer sehr geil. Und ja, da können wir mal wieder zurückgehen. Eigentlich soll man Skyblock auf einfach spielen, aber ich habe auch oft auf friedlich gestellt hier. Und jetzt fürs Let's Show, wie gesagt, ist eh besser, wenn man mit friedlich zeigen eigentlich. So, gehen wir mal wieder zurück. Heute ist das Special auch endlich mal wieder ein bisschen länger, nicht so kurz wie sonst immer. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt. Vom Hochladen her. Ich guck mal ganz kurz. 18 Minuten haben wir schon. 9. fast. So, dann beeile ich mich mal lieber. Hier haben wir halt schon Feuerkugel. Die konnte ich mir craften aus Kohle und Lohnstaub und Sprengpulver. 10 Eisen habe ich gekriegt schon von Zombies. Das habe ich mir sogar schon einen Trichter machen können. Den kann ich auch schon mal gleich zeigen. Hier haben wir Redstone und Glowstone. Von Hexen auch teilweise. Aber Glowstone gibt es ja auch in der Hölle hier zum Abbauen. So, 4 Erde ist alles, was ich noch habe. Denn hier haben wir noch ein paar Sachen. Das habe ich mal von der Hexe gekriegt. Hier sind so was man... es gibt ja hier bestimmte Aufgaben, was man schaffen soll. Da habe ich hier das schon alles gemacht. Das habe ich aus der Monsterfalle. Ich werfe auch ganz, ganz oft, werfe ich auch Zeug einfach weg, weil ich es einfach nicht brauche. Hier habe ich einfach Blätter als Dach genommen. Ich habe mir sogar schon mal eine Schere gemacht. Habe ich die noch? Habe ich die verloren? Ich bin nämlich einmal... Ah, nee, hier ist er. Ganz unten, das sieht man so wieder nicht.
So. Achso, den Trichter wollte ich noch zeigen. Der Trichter ist nämlich hier. Wenn ich hier abbaue, manchmal fallen dann die Cobblestones da rein. Und dann fängt der Trichter die dann halt immer auf. Und ich kann sie mir rausfischen. Da sind zum Beispiel 14 drin. Finde ich immer cool, wenn, da, wenn man da nochmal was findet. Weil es dauert immer ewig. Das Kloppen ist so eintönig, einfach hier immer abzubauen und so. So, dann gehen wir mal weiter. Was habe ich noch so für Welten? Sparks Challenge, die kennen wir ja. Die zeige ich jetzt nicht. Auch Let's Play Minecraft kenne ich nicht. Kenne ich nicht, zeige ich nicht, weil die kennt. Oh, hier, ach so, da hatte ich direkt hintereinander aufgenommen nochmal. Erdklotz, gucken wir mal rein. Das ist nämlich eine Welt, ach, hier war ich gerade irgendwo in der Pampa. Das ist wieder eine andere Welt, da kann ich mal, ach, ich kann nicht rennen, oh, wisst ihr was? Aus, oh, jetzt habe ich aus Versehen hier in eine Taskleiste geklickt. Aus Let's Show Dingens Gründen. Ach, jetzt. Habe ich jetzt. Warte. Ja. Doch, Game Mode. Okay, ich kann in Game Mode gehen. So. Und zwar fliegen wir mal dahin. Das ist nämlich eine falsch generierte Welt. Ja, guckt euch das mal an hier. Einfach eine super flat Welt. Und das war ein Bug aus 1.3 oder so. Und da hat sich hier dann einfach so eine Welt generiert. Fand ich eigentlich auch mal ganz geil, aber nur für einen bestimmten, hier habe ich auch schon erkundet und alles, nur ein paar Chunks halt, ne. Ich kann das ganz kurz mal zeigen, wie viel es davon gab. Da war sogar noch ein Dorf, aber in der Superflachregion, das ist dann hier auch auf einmal so abgeschnitten, da hinten sieht man schon, da war das einfach an der Kante hier abgeschnitten einfach. Weil das ist die Kante, wo dann auch noch sowas generiert wird wie Dörfer oder Schnee. Wenn da zum Beispiel jetzt Schnee gelegen hätte überall, wäre bis dahin noch Schnee generiert werden. Oder wenn da unten Bäume gewachsen wären, wären bis hier noch Bäume gewachsen. Ist halt so. Und ja, da hatte ich mal irgendwas mit TNT gemacht. Das war noch Zeiten damals. Ist auch schon eine ältere Welt. Ja, 1.3 war schon länger her. So, hier dann so eine kleine Pilzwohnung. Voll spektakulär hier. So, aber irgendwie habe ich ja immer noch viel zu wenig Nahrung und so. Ich habe ja noch nicht mal was zu essen im Inventar. Nur ein bisschen Weizen. So, dann hier, also irgendwie hat die Welt hier alle Biome, wie man braucht. Da hinten sind Extreme Hills, hier ist eine Wiese. Hier ist ein Tiger. Und da war ein gelöster Chunk, den habe ich mal probiert wieder aufzupeppen. Aber ging noch nicht so richtig. Hier ist noch eine kleine Schlucht, hier ist nochmal Wiese und da haben wir dann auch noch Dschungel. Was auch noch geil gewesen wäre, wenn es ja auch noch eine Wüste irgendwo gäbe. Weißt du, auf so einem kleinen Ding wirklich alle Biome. Das wäre mal geil gewesen. Zumindest noch Wüste, weil das noch ein wichtiges Biom. So. Dann gibt es ja auch noch Schluchten und alles. Hier zum Beispiel, was ich auch komisch finde, hier ist kein einziges Erz generiert. Die werden dann, glaube ich, nur auf bestimmten Seiten immer generiert. Also hier... Hier sind dann, glaube ich, Erze. Ja, da sieht man schon Kohle und alles. Da unten Redstone. Aber auf der anderen Seite war wirklich gar nichts. Aber nur Stein. Aber nicht mal Erde und Gravel, gell? Oder? Nö, nicht mal Erde und Gravel. Siehst du mal. Also wurde nichts anderes außer Stein generiert. So. Naja. Gut, dann gehen wir mal wieder in eine andere Welt, aber ich gehe vorher erst wieder in den Game Mode 1, Game Mode 0. Wollen ja nicht cheaten, normalerweise. Nur jetzt mal wegen Let's Show und so, weißt ja, habe ich ja alles schon 10 Mal gesagt. So, die haben wir alle schon gezeigt. War's das? Ach nee, ach, es war es noch lange nicht, leider. Oder? Doch, ein paar sind es nur noch. Gut, Mine. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht zeigen. Das war nun mal so eine Testwelt. Da hatte ich auch so ein Haus eigentlich nur im Creative Mode mal gebaut. War nicht so geil. Neue Welt F-Test, die will ich auch mal zeigen. Die ist ganz geil. Die zeige ich mal ganz kurz. War ich letztens das drin? Oh. Komm, ich gehe mal wieder in Game Mode 1. Game Mode 1, so. Und dann fliegen wir mal zum, zum Dorf. Hier bin ich nämlich eigentlich in einem Dorf. Ich hoffe, es ist die richtige Richtung. Ich glaub's mal. Ja, genau, hier waren vorher Erdblöcke wegen Markierung.
So, und hier ist nämlich meine Superflachwelt, in der ich mal ums Überleben kämpfe, wo ich ein bisschen im Dorf wohne. Und hier habe ich mal im Creative Mode schon mal rumgespielt mit TNT. Das war aber vorher. Und hier habe ich halt so Erdverbindungen zwischen den Häusern gebaut und so. Fand ich mal ganz lustig. Da war ich gerade am Erdefarmen da hinten. Na gut. So, ist jetzt nicht so spektakulär. Ja. Hier halt noch, damit die Villager nicht durchkommen. Falltüren. Müsste ich da auch mal machen. Naja, gut. So. Gehe ich mal wieder zurück. Ah, jetzt habe ich. Ah. Nee, komm, das mache ich mal noch. Der Ordnung halber, weil jetzt bin ich noch im Creative Mode und das will ich nicht. Gehe ich mal lieber wieder Game Mode. Nein, Game Mode 0. So. Und jetzt zurück zum Hauptmenü. Gut. Dann als nächstes hätten wir die Flachwelt. Kann ich überhaupt zeigen? Ja, die kann ich zeigen. Und die Welt hier, das ist echt so eine dumme Welt einfach. In der ich nur Scheiße mache eigentlich. Ihr seht schon hier, was ich im Inventar alles alleine habe. Was ist das eigentlich? Rennt bei dir. Hatte ich mal so ein Buch geschrieben mit allen möglichen Insidern, aber die versteht ja eh keiner. Da lasse ich das mal lieber. Ja. So, hier, das hier ist eine. Nee, wie nennt man das? Eine Ausartung von meiner Kreativität, genau. Habe ich einfach mal meine Kreativität spielen lassen, was das bei rausgekommen. Einfach nur in-game Minecraft geschissen. Weißt du, so sieht das aus. So. Hier habe ich mich hochgebaut, hatte ich da oben irgendwie eine Plattform, da sieht man es auch. Na, es wird nicht mal geladen. Hinten ein Netherportal. Hier gibt es echt allen möglichen Scheiß in der Welt. Also alles ist hier dabei. Alles. Hier hatte ich mal so eine Minecart-Strecke gebaut, weil damals wollte ich unbedingt dieses Ziel haben hier mit dieser Errungenschaft. Warte, wo war das? Erfolge. Hier dieses On-Rail. Da hinten Wollhaus und alles. Da Ambisse und Redstone-Schaltung und bla. Also in der Welt hier habe ich echt alles gemacht. Dann hatte ich früher mal, als ich hier angefangen hatte, ich weiß gar nicht, die Welt ist auch von 2012 August oder so, da hatte ich ja überall Villager gespawnt und da habe ich die dann versucht zu fangen, da hinten in diesen kleinen Villager-Stationen. Da sollten dann immer durch die Tür gehen. Da wusste ich auch noch nicht, dass über der Tür auch ein Block sein muss. Ja, dumm gelaufen, ne? So, dann habe ich hier, das war immer so ein Platz, wo ich immer Bottle O' Enchantings reingeworfen habe und diesen, habe ich mich dann so gelevelt, da konnte man sich noch nicht anders leveln, das war noch 1.2.5. Glaube ich zumindest, ja, war es ja doch Juli 2012 noch. Was sind denn hier Bilderrahmen, alles? Ich weiß auch nicht. Hier mache ich echt nur Scheiß. Da ist ein abgefuckter Baum. Oh, wieso ich diese Welt überhaupt zeige? Na gut, jetzt könnten wir aber mal wenigstens noch eine halbwegs gute Seite von der Welt. Ach nee. Müssen wir dahin? Da ist nämlich ein Command-Block, der teleportiert uns da oben auf die Plattform, die man jetzt leider nicht sieht. So. Ja, das war auch mal von früher. Und da hinten habe ich so eine kleine Plattform gebaut mit einem Haus und so. Das ist ein bisschen nachempfunden an Gronks Welt, sowieso oft, ne? So, hier. Wieso ist denn das Gras so komisch? So trist ist das Gras hier. Eigentlich sollte das nicht so sein. Dann haben wir hier so ein Feld. Und alles mit Wald, ne? Das fand ich auch so geil damals. Habe ich irgendwie getestet mit dem Wald, bevor ich dann mal eine andere Welt übernommen hatte. Wie das so aussieht von innen und so. So, hier noch allerlei Werkzeuge drin. Dann hier nur Schrott drin. Also das ist schlimm. So, hier geht es dann nach unten per freier Fall. Da sieht man es noch ganz schwach. Und da könnte man dann, ich falle dann immer hier und springe dann während dem Fall in den Wasserfall. Kann man sich dann hier schön bewegen in der Luft. Finde ich auch irgendwie sinnlos. Wie kann man sich hier in der Luft eigentlich so bewegen? Verstehe ich nicht. Wow. Na, das war jetzt schlau. Gut, ich habe Keep Inventory an. Da geht das. So. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der Welt. Da hinten hatte ich noch ein bisschen weiter gemacht. Hier war ein dichter Wald auf einer Insel. Da hinten noch eine Tierfarm. Alles nicht so toll. So.
Gehen wir mal in die nächste Welt. Ich hatte hier noch Amplified. Baumhaus zeige ich jetzt mal nicht, die ist langweilig. Amplified, ja, kann ich auch mal zeigen. So, und zwar ist das eine Welt, die hatte ich mit einem 7 gestartet. Ihr seht schon hier unten, das ist eine Hardcore-Version. Und die hatte ich gestartet, als 1.7 die ersten Snapshots kamen. Da habe ich auf dem Snapshot einfach mal mit Amplified und Hardcore was gestartet, habe ein bisschen rumgereist. Später habe ich dann hier mich angesiedelt. Und ja, die Welt ist eigentlich auch sehr geil. Ach, eine Mine hatte ich auch schon, wusste ich gar nicht. Ach doch, ja, da wäre ich mal fast gestorben. So. Hier ist halt alles Mögliche drin, sogar ein Clownfisch habe ich hier gefangen. Was in Sparks Challenge schon ewig gedauert hat. So, ja. Gut, ist auch mal erwähnenswert. So, das wäre es aber jetzt auch schon mal gewesen von diesem kleinen Special. Habe ich einfach mal meine Welten gezeigt. Muss jetzt nicht unbedingt interessant gewesen sein, aber sieht man halt mal, was ich alles so gemacht habe. Im Laufe der Zeit, es sind jetzt doch schon ein und dreiviertel Jahr, wo ich Minecraft zocke. Und mal sehen, wie lange es noch sein wird. Aber in letzter Zeit, man merkt schon, es wird immer mehr, man kennt alles mittlerweile und es ist dann irgendwann nichts Besonderes mehr halt. Aber wenn man YouTube macht, dann ist es auch nicht mehr so langweilig. Also das ist dann schon, ja, ein bisschen aufnimmt und so. Gut, dann würde ich sagen, das wäre es auch gewesen. Wir sind jetzt bei, oh, über einer halben Stunde. Ich hoffe, ich kriege das. Na gut, hochgeladen schon. Das dauert 4 Stunden zum Hochladen, ne? Eine halbe Stunde. In HD. Naja, gut. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dann und tschüss.